Wollen wir hochziehen aus? Nee, das können wir gar nicht leisten. Jetzt redet Peter nicht mehr mit mir, ich hasse ihn. Ich hoffe, er fällt die Treppe runter und schlägt den Kopf auf. Geht ja gar nicht. Oh, ich kann bald in die erste Themen-Idee investieren. Was ist jetzt los? Halt mal hier. Okay, italienisch, ja, was auch immer. Ich bin nicht in Italien. Geht gar nicht. Was waren denn überhaupt die Ideen? Militärische Ideen, waren die irgendwie gebraucht? So irgendwas gebraucht? Kreuzzüge ist irrelevant, ob wir Krieg sind. Damit kann ich dann auch Dings machen. Da gibt es natürlich einen Händler umsonst, das wäre auch ziemlich geil. Mal gucken. Ja, komm, werfen noch eine Infanterieeinheit drauf. Ist nicht so teuer. Hauptsache, ich bin auf 8000. Mal hier gleich ziehen mit den anderen. Da, wir sind schon bei dem Drittel. Fast. Ist mir nur lang genug einrede, glaube ich, irgendwann. Gut, aggressive Expansion, wie sieht's denn da aus? Oh, 40. Schwierig. Aber man muss ja nicht alles gleich immer schlucken. Oh, da würde ich aber auch richtig viel Verbündete mit reinziehen können. Ja, jetzt bauen wir erstmal noch. Oh, wir haben schon gebaut, okay. Na, ja, dieses Jahr nicht mehr. Nee. Dann dauert das noch 2 Jahre. Was gibt's denn da? Infanterienkampf? Oh, ein Moral. Das ist natürlich schon interessant. Wann hört der Anspruch auf? 85. Sicherheitshalber mal hier ein neues Netzwerk aufbauen. Bruder da. Mit wem bist du denn überhaupt verbündet? Haut ihr da noch so einen besseren Ort, wo wir mal zuschlagen können nochmal. Obwohl da direkt anzugreifen, wäre nicht so klug. Das Problem ist, ich müsste auch Fulda erobern, ne? Weil das brauche ich ja, um Franken zu erobern. Schwierig. Bamberg direkt ist auch nicht so die klügste Idee. Oh, garantiert die Unabhängigkeit. Ach, fick dich doch. Warum? Schon einfach bringt mir halt nichts. Ich muss da hoch. Ich muss da raus aus dem Loch. Sich erledigt. So langsam wird es hier kritisch. Ja, geht noch. Geht noch. Der ist eh bald. Alter, wie lange lebt denn der noch? Bambergs Meinung. Merkantilismus, militärische Macht. Ich nehme Merkantilismus. Im Zweifelsfall Merkantilismus. Habe ich schon 14%, was? Startet man irgendwie mit 10 oder so? Verdammt, ich hatte gehofft, dass Peter mir sagt, was ich tun muss, aber der sagt ja gar nichts. Ich habe doch keine Ahnung von dem Spiel. Willst du mal wieder laden, damit du nicht gleich wieder ausgehst? Nein, möchtest du nicht. Bloß das Spiel eh so langsam läuft, da kann ich jetzt mal hin so. Ich glaube, ich brauche wirklich mal ein neues Ladekabel. Ach, Fulda, was will Fulda denn? Bischofsheim. Und Würzburg und wahrscheinlich auch alles andere. So, würdest du jetzt bitte wieder laden? Hallo? 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 Ach, ich hasse dich auch. Ich brauche mal einen. Ich habe keinen Stift.
Castell, ich habe keinen Kriegsgrund mehr gegen Kuss. Gegen Castell. Was sieht es denn mit aggressiver Expansion aus? Ja, ich würde sagen, wir müssen noch ein Jahr warten. Und dann habe ich keinen Stift hier. Wo sonst nichts hier, das eine gute Größe hätte. Schiebt ihm zum Papst. Ja, geil. So, sprechen wir einen Heiligen selig. Oh, Stand ist ja bis 2. Yes. Vielleicht reicht das da ja? Reicht das? Wenn ich dich so dahin positioniere, dann reicht das sogar. Geil! Ich bin ein MacGyver, Mann. MacGyver Tactics hier am Start. Ich hätte nämlich auch gerne noch Fulda, weißt du das? So, Antwort auf Fulda. Außerdem würde ich, kann ich jemanden reich zusammenführen. Dinge zusammenführen ist immer eine schöne Sache. Ach, jetzt habe ich das nicht mehr, ne? Naja, mir ist 25. Was für Bamberg ich denn jetzt die ganze Zeit von mir? Kann ich Bamberg vielleicht angreifen? Weiß ich nicht. Ich habe gar keinen Diplomaten mehr. Finde ich jetzt nicht in Ordnung. Peter hat gesagt, dass er mir genau sagt, was ich tun muss. Er lügt mich schon wieder an. Warum lügt er mich ständig an, dieser Mensch? Und seine Cheatcodes funktionieren. Ach, ich Idiot, ich hab's vergessen. Ne? Ich hab's halt original vergessen. Wieso sagt mir das denn keiner? Ach Gott. Mit man müsste ich jetzt nicht wieder. Mehr Hingabe erhalten? Also plus 73, weil. Das sagt mir natürlich auch wieder keiner. Ist das nicht mehr mein Rivale? Hohenlohe. Wirst du mit Fulda? Prestige. Ja Gott, wieso sagt mir das denn wieder keiner, dass ich das vergessen habe? Leute, sagt mir doch mal, dass ich dumm bin. Warum habe ich denn jetzt mir das so, weil die Steuereinnahmen das. Ja. Okay, das ist wahrscheinlich nicht so klug. Oh, da mache ich wieder heftig Minus. Ich muss einen Krieg führen. Erstmal einen Krieg führen, damit ich wieder positiv ist. Ich vergesse das halt immer wieder mit dem Beleidigen. Ne? Das ist der Wahnsinn. Ja, kein Ding nicht. Hier mal durchjagen. Was nehme ich denn da? So, welche Ideen nehmen wir? Militärideen, Klassiker bringt mir gar nichts. Moralgeneration, das wäre natürlich schon. Das wäre natürlich schon. So insgesamt. Bin ich nicht so überzeugt von. Da hier auch nicht so wirklich. Das hier ist natürlich schon Unterhalt Armee, Reduktion Nahkampfschaden. Das ist natürlich schon. Ich glaube, ich nehme mal frühe Manufakturideen. Gut, wie sieht es denn da so aus? Wie sieht es mit aggressiven Expansion aus? Geht sogar. Wie viel kriege ich da im Monat? 1,8. Ich brauche mindestens 3 Monate. 3, 2, 4, 19. Ich warte mal noch 2 Monate, weil ich jetzt gleich wieder langsam der Anspruch noch. April 85. Ja, das dauert halt mindestens bis April. Ne, es ist schwierig gerade.
Warte mal noch so einen Moment. Bis wir so bei 20 sind. Halt, in dem Buch habe ich gerade die Beziehung verbessert. Uff. Ja, ja. Den erneuern wir ja gleich. So. Hoffe ich zumindest. Das ist klar. Alter, 87. Was zur Hölle ist denn jetzt dein Problem? Nee, ist die Korruption, die mich gerade killt, ne? Das ändert gar nichts. Ach, geil. Ich will gleich einen Kredit aufnehmen, möchte ich also gar nicht. So, sieht's aus, Moral? Dauert noch einen Monat. Machen wir hier erstmal wieder Anspruch. Ganz schwierig, so. Nehmen wir mal an, ich greife Castell an. Selbes Problem. Anderes Problem. Wir möchten aber vielleicht Löwen. Oh, das sieht schon mal gut aus. Laufen kann mir egal sein. Von denen will ich eh nichts. Fulda möchte ich was. Hier mal erstmal speichern. Das bringt zwar nichts, aber hey. Ist es klug, mich da unten zu positionieren? Nein, weil da unten kommt der Feind. Wobei, da habe ich ja auch. Schauen wir mal an. Was haben wir denn sonst noch im Angebot? Hohenlohe. Habe ich, glaube ich, noch. Ja, nee. Bamberg. Was hätten wir denn gegen Bamberg? Ah. Schwierig. Wenn ich Schweinfurt angreife, wie sieht es denn da aus? Düster. Gegen Mainz. Auch düster. Wenn ich Fulda direkt angreifen würde. Auch so ein bisschen düster. Klingenberg. Auch so ein bisschen düster, ne? Hm. Ja, die sind eh zu mächtig, würde ich sagen, noch. Schwaben sowieso. Was haben wir da noch? Dürren? Ja, hm, nee. Schwierig. Hall direkt vielleicht, ne? Hm. Wir bleiben Castell und Löwenstein übrig. Gut, dann haben wir hier zwei Nationen, die wir angreifen können. Hat sich das jetzt überhaupt mal verändert? Nee. Ich bin nicht mächtig genug, als dass ich das ändern würde. Anspruch minieren, Hammelburg, bitte ja. Gut, Fulda direkt können wir nicht angreifen. Wir speichern nochmal, als wenn es das bringen würde. Ich habe niemanden im Chat, das deprimiert. Niemand mag mich. Wie in der Realität. Das sagt einem, dass das Internet nicht realistisch wäre. Was werfe ich denn da alles in den Schack? Also das Schwarzberg auf jeden Fall. Staubenberg. Wie viel schuldet ihr mir denn? 5? Ich schulde mir alle 5. Ich habe danach auch 5. Das sind halt nochmal ein paar Jährchen. Ja, aber das ist gar kein Problem nicht. Also die haben hier 6.000 stehen, dann haben wir hier 8.000, das hat möglicherweise auch 8.000, sind also 16. 16 und 6, so 22 sagen wir mal, ne? Sagen wir mal, sind 22. Nee, Moment, nee, das sind meine Truppen. Ich denke mir schon, wenn ich jetzt, die kann ich nicht hinkriegen. Hier mal 9, 9 macht 18. Ja, das sollte man doch easy schaffen, denke ich mal, ne? Es wäre natürlich lieber, wenn ich direkt Fulda angreifen würde, weil das mehr aggressive Expansion. Hm. Nehmen wir gleich alles mit, herkommen. Oder warte mal kurz. Henneburg, ich weiß nicht, ob die das mir dann abtreten, wenn ich jetzt Henneburg in den Krieg rufe. Nee. Ich möchte hier unten hier. Ich weiß nicht, dass sie das dann besetzen und mir nicht geben. Lassen wir Henneburg mal raus aus dem Krieg. Sieht denn das so
kräftemäßig aus. Sehr gut. Sehr, sehr gut, würde ich sagen. Henneburg können wir nachher noch reinrufen. Weil ich in Fulda bin, rufen wir Henneburg rein. Klingt doch nach einem Plan, ha? Klingt das nicht nach einem Plan? So. Ruf zu den Waffen. Yes. Jetzt sind wir, ja, doppelte Truppenmenge. Das klingt schon mal gut. Eventuell dauert der Krieg ein bisschen länger, weil ich noch aggressive Expansion abwarten will, aber hey. Ist Worms immer noch Kaiser? Ich habe nicht aufgepasst, ja. Ich bin aber skeptisch, ob das noch lange ist. Goldenes Zeitalter, ja, gern. Gut, dann können die das schon mal nicht für sich beanspruchen. Da haben wir noch Schlitz. Da stecken wir unsere Münze rein und dann fällt unten eine Dose Wasser raus. Klingt gar kein Wasser. Bei ZT als Wasser? Hm. Schwierig jetzt zu sagen, ne? Schwaben, du magst mich doch, oder? Ja, du bist so. Ah. Sicher ist sicher, ne? Hier meinst du magst mich nicht, aber. Ja, gut, war vielleicht ein bisschen viel. Wildberg hätte es nicht noch. Henneburg hätte es vielleicht nicht auch noch gebraucht. Und ich kann mir keinen neuen Typen leisten, weil ich kein Geld habe. Sehr scheiße. Sehr, sehr schlecht gerade. Aber ich habe kein Geld. Fulda gewonnen. Gut. Ich müsste die Armee von Fulda noch loswerden. Kann halt nicht drillen, solange es die noch gibt. Komm in Fulda an. Ist ja auf Rückzug, ne? Panische Flucht. Ja. Aber die haben keinen Dings verloren. Ja gut, ich eliminiere die mal. Sonst machen die nur wieder Scheiße. Ich habe keinen Anspruch mehr gegen Schweinfurt. Was soll denn das? Schweinfurt ist doch eindeutig spitzbürgerisch. Eindeutig. So. Haben die noch Truppen irgendwo? Nee. Na, wenn dem so ist. Gehen wir mal wieder drillen und so, ne? Das schreckt mich jetzt, wie gut das läuft. Ich spiele halt irgendwas Bösartiges vor, oder? Byzant kommt plötzlich nach oben. Es lief alles sehr, sehr gut. Bis es aufhörte, alles sehr, sehr gut zu laufen. Dann lief es nicht mehr sehr, sehr gut. Gut. Mal gucken, wo ich. 21,96 Dukaten, die kann ich gerade gut gebrauchen. Unterhalt Armee, minus 1. Ja klar, nehme ich. Warum mache ich auf andere Verlust? Achso, weil meine Armee sich regeneriert. Ich muss gleich mal wieder jemanden beleidigen. Nicht vergessen. Nicht vergessen, dass ich gleich jemanden beleidigen muss. Ich spiele wirklich auf sehr schwer, ne? Ja, ja. Habe ich ja hier, wenn ich. Wenn ich jetzt das Richtige anklicken würde, sehr schwer, ja. Hm. Oh, gut. Na, wir müssen jemanden beleidigen. Wen müssen wir denn beleidigen? Vielleicht Hohenlohe oder Elsass? Elsass. Wir müssen offensichtlich den Elsass beleidigen. Ich hätte nämlich gern die permanente. So, was ist jetzt? 19. Hier sollten wir jetzt gleich wieder in den. Weil meine Armee. Wieso mache ich also für mich? Achso, richtig, da war ja was. Ja, gut, aber das ist nur Diplomatie. Das braucht ja eh kein Mensch.
so laufen.